Moin meine geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 13. Wir sind hier mitten im Bosskampf. Ja, Hopes zu Hause ist angegriffen worden. Das Psycom will uns richtig bumsen, aber irgendjemand hat das Psycom angegriffen. Und das greift uns jetzt ebenso an. Und das werden wir jetzt in diesem Kampf mal eben platt machen. Okay, so, erstmal direkt hier losgehen. Ups, ja, erstmal heile Augmento und den ganzen Spaß machen. Meta-Fertigkeiten-Analyse. Einmal analysieren. So. Okay, machen wir nochmal. Ich glaube, das Vieh könnte was. Ganz gut. Wird heftig. Schauen wir mal. So, was kann das denn jetzt genau? Also erstmal in Ruhe angucken. 441.000. Alles klar. Wir haben schon fast 1000 Schaden gemacht. Hip-hip, hurra. Zustandsresistenzen von allem. Super. Immun gegen Wind. Nahkampfattacken sind nicht nötig. Wie? Ach, nicht möglich. Oh, super. Gut, dass wir jetzt diesen Nahkampfring drauf gehabt haben. Führt mächtige physische Attacken aus. Immun gegen manipulierende, entkräftende, provozierende Fertigkeit. Was? Besitzt verschiedene Angriffspunkte. Führt mächtige physische Attacken aus. Okay, Moment. Das muss man sich mal überlegen. Hier gibt es noch andere. Linke Kanone, rechte Kanone, Greif und Backboard. Super geil. Okay. Heilen. Erstmal. Wir müssen jetzt erstmal hier hochfähigkeitieren. Komm. So. Okay. Oh Gott. Alter Vater. Das fängt ja aber gut an hier. Mit ziemlich vielen Explosionen versuchen wir erstmal da links was anzugreifen. Gucken, ob wir da was machen können. Aber Fang kann ja gar nicht jetzt angreifen. Das ist ja voll für den Arsch. Ja, scheiße. Jetzt haben wir natürlich voll die falschen Paradigmen drauf. Super geil. Okay, jetzt mal ein Verheerer. Auf die scheiß andere Kanone erstmal, ey. Alter Vater. Das ist nicht cool. Verheerer hätten wir gebrauchen können und Verteidiger. Aber provozierende Fertigkeiten helfen ja auch gar nicht dagegen, ne? Hatten wir ja auch gerade herausgefunden. Wir müssen einfach gleich diese Doppelheilung machen. Erstmal das Ding kaputt machen. Komm, mach kaputt. Okay, so. Jetzt machen wir erstmal volle Heilfront. Halt euch! Erstmal auf Lightning. So. Okay. Verheerer, auf die rechte Kanone. Erstmal alles da kaputt machen, was geht. Ich habe überhaupt keinen Plan, aber erstmal machen. Ich könnte natürlich auch einmal hier beschwören, Odin. Das ist ja auch mal voll die Idee. Mal gucken, ob das was funktioniert. Weil noch haben wir ein paar Metapunkte. Hui! So. Okay. Rechte Kanone jetzt bitte angreifen. Komm. Bevor wir dann in den Metamorph gehen. Das kann nämlich Odin auch mal. Kann er überhaupt attackieren? Greift er an? Ja, er kann auch Blitzer, das ist gut. So. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn diese Sekunden jetzt ablaufen. Deswegen will ich das ehrlich gesagt gar nicht testen erst. Metamorph. So, mal gucken. Machen wir noch ein bisschen anders Schaden. Hui, Pferdchen. Power. So. Volles Matt jetzt drauf. Zack. Donnerspalter. Go, go. Okay, der war scheiße. Oh, jetzt habe ich den nochmal gemacht.
Was ist das? Klingensturm? Kann der was? Ja, er macht schon mal mehr Schaden. Wenn er denn treffen würde. Machen wir einmal den Donnerfall. Der war gut. Und jetzt Zanetsuken. Ich verstehe immer noch nicht, wie das funktioniert. Aber ja, könnt ihr das mir erklären in den Kommentaren? Wahrscheinlich ist bis dahin auch, bin ich schon wieder so weit fortgeschritten, aber dann kann ich sie irgendwann benutzen. So. Okay, Steuerbord, Backbord. Ach du Scheiße. Wir müssen erstmal Heiler Augmentor machen. Wow! Wir müssen uns jetzt erstmal hier wieder buffen. Sonst ist alles Mist. Komm, heil dich. Fang. Heilen. Hope. Heilen. So, sehr gut. Okay. Boah, jetzt kriegen wir ja wieder voll auf den Sack. So, wir machen aber auch Schaden, ey. Vor allem haben wir jetzt auch natürlich voll die falschen Paradigmen hier drauf. Das ärgert mich ja noch ein bisschen mehr. So. Greifen wir mal das Steuerbord an. Was auch immer das da alles kann. Wir müssen es jetzt einfach zerstören und fertig. Hilft uns jetzt auch nicht. Okay. Natürlich sollten auch alle überleben. Vielleicht stürzt das Ding ja dann mal ab, wenn das irgendwie so ist. Mit Steuerbord da alles kaputt ist. Das ist natürlich angenehm. Damit wir ja auch mal vorankommen. So. Heilen. Einmal bitte Lightning heilen. So. Doppelverheerer. Aufs Backboard. Ja, sieht schon ein bisschen so kurz vorm Abstürzen aus. Ich glaube, die Attacken sind auch schon weniger geworden. Schauen wir mal. Wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern. Wie Leben hat so ein Ding? 12.000, es geht ja noch. Dann hoffe ich mal, dass wir da vernünftig angreifen können. Dass sie uns auch Fang überhaupt was nützt. Weil im Moment können wir sie überhaupt nicht gebrauchen. Ich weiß gar nicht, ob die... Verteidigen können wir nicht, manipulieren können wir nicht, brechen können wir auch nicht. Also alles Mist. So. Heilfang. So. Wir können immer noch nichts machen damit. Super. Es hat fast gar kein Leben mehr. Das ist gut. Hilft uns aber immer noch nicht. Weil wir einfach... Ja, müssen jetzt hier so angreifen, ne? Super. Das ist ja ein dämlicher Boss. Wie oft muss... Oh, 75.000 Leben oder was am Arsch. Im Ernst jetzt? Schreibt man die Paradigmen nicht noch irgendwie im Spiel verändern kann. Habe ich irgendwas, was uns bringt? Nee. Einfach gar nichts. Oder kann sie Ruin? Die kann bestimmt keine Ruin hat. Oh, sie kann Ruin. Das wusste ich gar. Lol. Wieso kann sie Ruin? Warum hat sie es die ganze Zeit mitgemacht? Ich habe es nicht mitgekriegt. Fail. Sehr gut, Jay. Okay. Gut. Dann geht's ja. Halbwegs. Wenn wir jetzt ein bisschen Schaden machen können. Aua. Okay, jetzt geht natürlich wieder mal unsere Verteidigung drauf. Gerade mitten im Schock. Ist natürlich sehr unangenehm. Müssen wir auf jeden Fall was gegen machen. Bevor wir hier verlieren. Hope. Heilen. Komm. Okay, Fang heilen. Mit drei Dinger. Komm, noch einmal. Dann kriegt er wohl hin. Jawohl.
So. Verheerer. Volles Matt wieder drauf. Puh. Wer ist denn da drin wohl? Guck mal, der ist ja gleich schon wieder im Schockzustand, sehe ich gerade. Schwupp. Sehr gut. Dann kriegen wir den jetzt bestimmt kaputt, hoffe ich mal. Warum greift der mit Blitzra an? Verstehe nicht. Wie viel Leben hat das Vieh noch? 15.000. Okay. Aber so viel hat das doch nicht mehr. Mach kaputt. So, jetzt. Jawohl. Puh. Heftiger Kampf, ey. Vor allem mit halt unseren dämlichen Paradigmen. Das konnte man ja nicht vorher wissen. So. Kristarium erweitert. Sehr schön. Das war auch zwingend nötig. Ja klar, kommt das nächste Vieh direkt an. Don't get cute. Right, let's move it. Take care, Dad. When it comes to home and family, we never keep either as close as we should. Whoever stops to think that this time could be the last. Das war ein heftiger Kampf. Auf jeden Fall. Uiuiuiui. Speichern! Was ist eigentlich mit, wo wir gerade bei Nils Stimme hören, was ist eigentlich mit der? Und Zaz? Schon lange nichts mehr von gehört, das geht jetzt bestimmt weiter. Oder? Jetzt, wo wir gerettet wurden sozusagen? Schauen wir mal. Nautilus! Die Stadt der Träume. Das sieht sehr danach aus, als ob wir bei Zaz und Vanille wieder sind. Seasick? Nope. I'm fine. Okay, then. Okay, aber wir haben jetzt wahrscheinlich erstmal eine Menge aufzuarbeiten. Und zwar erstmal eine Trophäe verdienen. Das ist ja schon mal schön. Aber wir haben jetzt bestimmt eine Menge zu labern, zu reden, zu erzählen, zu... Ach du Scheiße. Eine vertrackte Situation. Für Lightning ist das Messer, das sie von Sarah zum Geburtstag bekommen hat, eine ständige Erinnerung an ihr schändliches Verhalten. Weil sie ihrer Schwester nicht glaubte, eine Lissie geworden zu sein, geriet Sarah in die Fänge des Falsie und Lightning wurde bei dem Versuch, ihre Schwester zu retten, selbst zu einer Lissie. Ein Grund, warum sich Lightning so wild entschlossen in den Kampf warf, war ihr Verlangen nach Vergessen und Vergebung für ihr Versagen. Doch nun erkennt sie ihre eigene Schwäche. Kleinlaut entschuldigt sie sich bei dem schwer verletzten Snow, der immer an Sarah geglaubt hatte. Die Spannungen zwischen den Lassies sind verflogen, doch die Situation bleibt vertrackt und gefährlich. Snow vertritt die Meinung, dass sie das Sanktum in die Knie zwingen müssen, doch Hopes Vater Bartholomew... gibt zu bedenken, dass sie damit Panik in der Bevölkerung auslösen würden. Die Menschen würden in ihrer Angst zu den Waffen greifen und Cocoon würde im Chaos versenken. Bevor sie zu einer Entscheidung kommen, wird das Haus von einer Psycom-Einheit gestürmt. Um seinen Vater und den verletzten Snow zu beschützen, stellt sich Hope den Angreifern entgegen. Aufbruchstimmung! Kommandant Roche konfrontiert die Lassie mit der aktuellen Situation.
Die Purgation und die Jagd auf die Lissi geschehen nicht nach dem Willen der Falsi oder des Sanktums, sondern nach dem Willen des Volkes. Die Menschen fürchteten sich vor der Unterwelt und verlangten die Vernichtung der Lissi. Wenn die Lissi nicht eliminiert würden, versänke ganz Kukun im Chaos. Sollte Roche recht haben, dann ist nicht allein das Sanktum der Feind des Lissi, sondern dahinter stünden die Millionen Bürger von Kukun. So oder so gilt es zu überleben. Hope, der seine Rachegedanken überwunden hat, setzt sich ein neues Ziel. Ihn überkommt Aufbruchsstimmung. Er will den Hass der Menschen und die Willkür der Falsi hinter sich lassen und nach einer lebenswerten Zukunft streben. Er verabschiedet sich von seinem Vater, besteigt das Luftschiff, das zur Hilfe geeilten Jagdgeschwaders und kehrt seiner Heimat den Rücken. Zwei Lissi sind immer noch auf der Flucht. Wie vom Schicksal getrieben erreichen Zass und Vanille die Vergnügungsarchäologie Nautilus. Genau da sind wir jetzt, in der Vergnügungsarchäologie. Nautilus, Cocoons größte Vergnügungsarchäologie, was ist überhaupt eine Archäologie, ist ein beliebtes touristisches Ziel. Zass und Vanille hoffen, dass sie unter den vielen Touristen nicht weiter auffallen und vom Militär unentdeckt bleiben. Zass Stimmung ist nach wie vor düster. Sein Sohn Dash wurde in den Zwischenfall in der Aride-Klamm zu einem Sanctum Lissi. Als Zass dann zu einem Puls Lissi wurde, wurden Vater und Sohn zu natürlichen Feinden. Zurzeit befindet sich Dash im Gewahrsein des Psykoms, doch Zass hat keine Ahnung, wie es seinem Sohn geht. Wenn es Dash Bestimmung war, den Puls Falsi zu vernichten, dann ist er vielleicht bereits zu Kristall erstarrt. Doch wenn es seine Bestimmung ist, die Puls-Lissi zu vernichten, was dann? In dem Fall müssen Zass und die anderen Puls-Lissi sterben oder Dash wird irgendwann zu einem Seath. Seit Zass Vanille von seinem Sohn erzählt hat, meint er in ihren Augen eine tiefe Traurigkeit zu erkennen. Ihm beschleicht ein ungutes Gefühl. Oh ja, zwischen denen knisterte theoretisch ja auch noch ganz schön stark. Kapitän Rückdeer ist ein Offizier des Jagdgeschwaders. Er ist ein anständiger, geradliniger Soldat, der allerdings untypischerweise nicht viel von Autorität und militärischen Umgangsformen hält. Als er die Machenschaften des Sanktums zu ahnen beginnt, möchte er das Militär verlassen, doch Reigns kann ihn überreden, dem Jagdgeschwader beizutreten. Rückdeer teilt Reigns Wunsch, das Sanktum zu stürzen, und steht ihm als rechte Hand zur Seite. Man weiß, ob das Jagdgeschwader überhaupt so gut ist. Naja. 11.000 Kristallpunkte. Ja, klar. Ups, so. Da haben wir jetzt ja erstmal was zu tun. Und zwar ganz schön viel. Okay, fangen wir mal an mit Augmentor. Erstmal den Augmentor hoch. Weil das ist immer ganz angenehm, finde ich. Wenn wir da schon mal Hast haben. Ziemlich geil. Und Segen verlängert die Wirkung bereits bestehender Positivzustände, wenn neue hinzugefügt werden. Boah. Artfoy nehmen wir auch mit. Ach, jetzt sind wir hier fertig. Ne? Genau, alle Fertigkeiten. Okay, machen wir jetzt den Verheerer erst oder erst den Brecher? Ich glaube, wir brauchen erst eher den Brecher. Und da brauchen wir noch ganz schön viel. Bevor es da weitergeht. Eieiei. Okay. So, Vanille. Vanille. Was machen wir mit dir? Erstmal Manipulator hoch. Warbeat. Was ist das? Schwächt die elementaren Resistenzen und erteilt Magieschaden. Cool. Auch schön. Accessoire. Schön. Ups. So, hoch da mit dir. Was ist denn das andere? Bann neutralisiert die Wirkung des letzten Stärkungs- bzw. Verteidigungsfertigkeit und erteilt Magieschaden. Ach, bei anderen. Cool. Das ist natürlich fett, Bann. Komm her. Wieso kann er jetzt nicht darüber? Alter, jetzt muss ich im Ernst eine Runde machen. Ja, komm, den Bann nehmen wir mit. Und dann gucken wir erstmal nach anderen Sachen. Dann machen wir den Verheerer bei ihr hoch. So. Viel ist da eh nicht mehr. Ja. Da haben wir jetzt noch eine Menge zu tun. Okay. Aber das können wir jetzt erstmal
ausrüstungsmäßig nochmal hier das abchecken. Magiersiegel, klar, mehr Schaden ist immer schön. Wir haben ja Belladonna verbessert bei ihr, ne? Das war ja so krass. Ja. Mehr TP, Feuerresistenz. Was haben wir denn alles? Resistenzen, Resistenzen, Resistenzen und mehr Leben. Ja. Mehr Leben ist ja erstmal ganz gut, bevor wir wissen, was wir hier für Gegner nachher kriegen. Im Ernst, schon wieder neue Daten? Oder sagt er halt jetzt mir nur so... Ne, das sagt er nur so an. Okay, speichern wir mal einmal. Zack. Jetzt haben wir ja schon viel gemacht. So, gespeichert. Okay, was haben wir denn hier Feines? So, können wir hier runter? Irgendwie können wir hier gar nicht runter, obwohl das hier irgendwie so steht, dass wir da runter können angeblich. Finde ich ja schon mal mies. Kann ich hier durch? Was erzählen die denn hier alle? So viele Leute. Ja. Yippie, ganz viel Spaß in hier. Was ist das denn? Sieht aus wie ein riesen Einkaufszentrum. Sind denn hier auch ein paar Sachen versteckt? Die labern hier viel. Hier ist gar nichts. Ich dachte, hier war was versteckt oder so. Na toll. Okay, hallo. Ja, Chocobos. Genau, die wollen wir haben. Yippie. Mach geil. Was labern sie jetzt? Not a lot of security. These people, the Lucie Panic must still seem like a world away. Huh. Huh? Oh, hey. Looks like they're putting Eidolons on parade. Starting soon. What do you say? Let's go check it out. Sure. Huh? We interrupt this program to bring you a breaking news update. The Lucie, who surfaced in Palampolum and attacked the city's citizens, are still on the run from authorities. Sanctum soldiers are tracking their location, but have yet to engage the fugitives. The presence of hostages has been confirmed. What's wrong? It's her. Yep. Looks like the army finally found him. Hostages? They should just blow them away with the Lassie. They're all infected by Pulse or something by now anyway. The parade's about to start. Come on, let's go. Ganz schön traurig. Richtig, richtig krasse Verfolgung, ey. Und eine Hetzkampagne gegen die Armen. Neue Daten erhalten, klar. Lösen. Kapitel 8. Ein unausweichliches Ende. In Nautilus werden öffentlich Nachrichten über die Kämpfe in Palompolum gezeigt. Auf den Bildern erkennt Vanille ihre Freundin Fang, von der sie im Kraftwerk in der Aridekamm getrennt wurde. Doch der Anblick ihrer Freundin bereitet Vanille keine Freude, denn in Gedanken ist sie viel zu sehr mit Zass und dem Schicksal seines Sohnes beschäftigt. Sein Sohn Dash ist ein Sanctum Lucie und damit ein natürlicher Feind der Puls Lucie, auch von Zass. Vanille weiß, dass sie dafür verantwortlich ist. Weil Vanille und Fang in das Kraftwerk in der Aridekamm eindrangen, wurde Dash zu einem Lucie. Vanilles Herz verkrampft sich. Zass, der nichts von der Wahrheit weiß, versucht Vanille aufzumuntern. Doch das macht es ihr nur noch schwerer. Bald beginnt die große Parade. Vanille hofft, dass die Parade sie kurzfristig ablenken und ihr Trost spenden wird. Doch sie hat Angst, was danach geschehen wird. Sie spürt, dass ein schreckliches Ende unausweichlich bevorsteht. Uiuiuiui. Da sind wir mal gespannt. Oh, kann man hier was drücken? Nee. Hier auch nicht? Nee. Oh. Okay. Gut, gut. So, dann mal vorwärts. So. Was haben wir denn hier? Loosen up. Gotta make the most of this.
right? I knew we'd be saying goodbye soon. Better to do it with a smile. The Pompous Sanctor Parade. A pageant commemorating the war between Cocoon and Pulse. The show is starting. Look. Comes the attack from Pulse. With trusty blade and Falsi's aid, I will defend Cocoon! To battle! You dare oppose me? I will fulfill my focus! Ragnarok! Falsi, grant me strength! Sometimes I had to wonder, could our deaths have brought back peace? Where to next, little lady? I'll let you decide. Just keep on smiling. I know. A Nautilus Park date. With Sags. Yeah, but should we really be playing around? Forget about that heavy stuff for a while. And maybe this'll just fade away. Okay. Great. Let's roll. Da will der alte Sack Sass hier die kleine Vanille daten. Schämen sollte er sich. Ich hoffe, die sind schon erwachsen. Die Weg schon erwachsen. So. Okay. Dann würde ich sagen, danke ich mich fürs Zusehen. Und daten tun wir dann in der nächsten Folge. Haut rein bei Let's Play Final Fantasy 13. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Bis morgen. Tschüss. Whee.